Wird Silvester dieses Jahr normal stattfinden und darf Feuerwerk verkauft werden? In diesem Video schauen wir uns an, ob ein Verbot von Verkauf von Feuerwerk in diesem Jahr richtig wäre, schauen uns den aktuellen Stand an und wagen einen kleinen Blick in die Zukunft. First of all, ich war als Jugendlicher und junger Erwachsener ein sehr großer Feuerwerksfreund, habe sehr viel geknallt und auch ein bisschen Blödsinn gemacht, sehe aber auch die Argumente, die dagegen sprechen und versuche das hier in einen einigermaßen objektiven Rahmen einzubetten. Wird und darf der Feuerwerksverkauf in diesem Jahr wohl also verboten werden? Naja, wer in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung etwas verbieten will, der muss dafür eine Begründung haben. Schließlich haben wir im Grundgesetz beispielsweise die allgemeine Handlungsfreiheit und auch die Berufsfreiheit der Feuerwerker, die natürlich ihre Produkte verkaufen wollen. Und um zu überprüfen, ob ein Feuerwerksverkaufsverbot in diesem Jahr zulässig wäre, schauen wir uns doch am besten mal an, warum es im letzten Jahr verboten wurde. Punkt 1. Corona. Das Verbot im letzten Jahr verfolgte natürlich das Ziel, die Belastung der Krankenhäuser nicht weiter zu verstärken, da es an Silvester schon relativ viele Verletzte gibt und sehr viele Covid-Patienten auf den Intensivstationen lagen. Das Ganze war schon im letzten Jahr umstritten und es stellt sich die Frage, ob es für dieses Jahr auch eine Begründung sein könnte. Und dazu lohnt ein Blick in die Belegungsstatistik der Krankenhäuser aus dem letzten und in diesem Jahr. Und wir sehen, im Gegensatz zum letzten Jahr sieht die Belegung der Krankenhäuser in diesem Jahr schon sehr gut aus und die Entwicklung ist derzeit weiter rückläufig, sodass jetzt momentan prognostisch nicht erwartet werden kann, dass es zu einer Überbelegung kommt. Meiner Meinung nach würde also eine solche Argumentation ein Verbot derzeit nicht rechtfertigen. Punkt Nummer 2, die Umweltverschmutzung. Und klar, die Überlegung, dass durch das Abbrennen von Feuerwerk Umweltverschmutzungen entstehen, ist naheliegend. Aber schauen wir doch mal genau hin, wie hoch die Umweltverschmutzung eigentlich ist. Klein a, CO2. CO2, welches für den menschgemachten Klimawandel verantwortlich ist, ist wohl neben Covid und der derzeitigen wirtschaftlichen Situation das immer aktuelle Problem unserer Zeit. Aber wie viel macht denn Feuerwerk wirklich aus? Was schätzt du? 3. Nun, je nach Statistik, die ich gefunden habe, 0,0003 oder 0,00013. Am deutschen Ausstoß spielt also gesamtglobal gesehen eigentlich kaum eine Rolle. Und deshalb findet man auch beim Umweltbundesamt relativ wenig dazu, ist also wohl kein Argument. Klein b, Feinstaub. Was man natürlich viel mehr findet, ist der Verweis auf Feinstaub, der natürlich bei jeder Explosion freigesetzt wird. Und vollkommen unstreitig dürfte sein, dass es durch Feinstaub zu Gesundheitsschäden kommt, wie etwa Krebs, chronischen Lungenerkrankungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Jährlich entstehen durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern 2050 Tonnen Feinstaub. So jedenfalls der Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Und davon der allergrößte Teil natürlich in der Silvesternacht, weil da am meisten Feuerwerk gezündet wird. Fakt ist damit auch, dass in den meisten Städten damit die höchste Feinstaubbelastung über einen kurzen Zeitraum erreicht wird. Fakt ist aber auch, dass nur wenige Stunden danach die Feinstaubbelastung schon wieder deutlich sinkt und auch das Wetter eine große Rolle spielt. In der Regel dürfte aber aufgrund der kurzfristig sehr hohen Belastung der Tagesmittelwert überschritten werden. Allerdings ist die Überschreitung des Tagesmittelwerts laut EU-Kommission an 35 Tagen im Jahr zulässig. Ist es also ein Argument zu sagen, naja, aufgrund des gesundheitsschädlichen Feinstaubs verbieten wir den Verkauf von Feuerwerk? Ich finde, es ist ein Argument, bin aber persönlich der Meinung, dass die Erheblichkeitsschwelle nicht überschritten ist, um hier in die Berufsfreiheit einzugreifen. Aber vielleicht siehst du das ganz anders. Klein c, Müll. Hinzu kommt natürlich am Silvestertag jede Menge Müll. Rund 200 Tonnen müssen laut dem Verband kommunaler Unternehmen allein in 5 Metropolen in Deutschland weggeschafft werden. Wobei man schon sagen muss, dass das zumindest bei uns hier im Ruhrgebiet einigermaßen gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie es in Berlin aussieht, aber in der Regel ist nach 2 bis 3 Tagen kaum noch was zu sehen. Natürlich fällt neben dem Müll, der da so rumliegt, auch viel Plastikmüll an, denn die Dinge müssen ja irgendwie verpackt sein. Rechtfertigt das aber ein Verkaufsverbot von Feuerwerk? Ich würde das so ein bisschen bezweifeln. Klein d und auch irgendwie Umwelt,
die lieben Tiere. Ein meines Erachtens nicht von der Hand zu weisendes Argument ist die Belastung von Tieren an Silvester. Diese reagieren übrigens völlig unterschiedlich darauf. Der eine Kater von mir, der springt jedes Silvester, sobald er den ersten Böller hört, sofort im Keller unter die Treppe und der andere liegt einfach nur seelenruhig auf dem Bett. 2021 lebten in deutschen Haushalten 35 Millionen Haustiere und damit sind die ganzen kleinen Fischlein noch gar nicht mitgezählt. Darunter übrigens 16 Millionen Katzen, diese edlen und anmutigen Geschöpfe. Dazu kommen Millionen Wildtiere, Vögel, Füchse, Hasen, was es nicht alles gibt und natürlich auch zahlreiche Nutztiere. Diese erleiden durch das ganze Geknall und die ganzen Lichtblitze natürlich extrem Stress, werden aufgeschreckt oder verlieren ihre Orientierung. Ist das also ein Argument? Ich finde, objektiv gesehen, ganz klar, ja. Ist es jedoch stark genug, da es nur einmal im Jahr ist, um in die gesamte Berufsfreiheit der Leute dort einzugreifen und einen Feuerwerksverkauf zu verbieten? Ich habe auch meine Zweifel. Punkt 3. Verletzungen und Brände. Laut Hochrechnungen der Barmer Krankenkasse wurden zwischen dem 29.12. und dem 2.1. 6.200 Menschen aufgrund der Silvesternacht behandelt, darunter aber auch einige Alkoholleichen. Eine Forsa-Umfrage spricht von 9.000 Behandelten, die wenigsten davon oder fast keine, aber auf Intensiv. Die schlimmsten Verletzungen beruhen jedoch auf selbstgebauten Böllern oder importierten Dingen, die hier gar nicht zulässig wären. Schlimm dabei ist jedoch, dass die Hälfte der Verletzungen auf Fremdverschulden beruhen. Das heißt, irgendeiner wird einfach abgeworfen oder durch unsachmäßiges Hantieren von anderen Leuten verletzt. Was natürlich schon ein gravierendes Argument eventuell gegen einen Verkauf ist. Zudem werden Blindgänger, und ich kann das aus eigener Erfahrung als Jugendlicher damals sagen, gerne von Kindern und Jugendlichen aufgesammelt, die dann teilweise was mit einer zu kurzen Zündschnur dann wieder anzünden. Eine andere Sache sind dann noch Brände und Sachbeschädigungen, die auch durch den unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerk entstehen können. Rechtfertigt dies nun aber ein Verbot? Nun gibt es natürlich keinen Unterschied zu den vergangenen Jahrzehnten. Und da bin ich der Meinung, wenn die Anwender immer dümmer werden sollten, die Verletzungsstatistik zeigt und immer mehr Unbeteiligte davon betroffen sind, dann könnte man durchaus darüber nachdenken, jetzt momentan nach meinem Gefühl her, eher nicht. Wir haben also nicht die Problematik aus den letzten 2 Jahren und die anderen Punkte rechtfertigen meines Erachtens nicht so stark einen kompletten Verbot eines Feuerwerksverkaufs. Zudem beseitigt das Ganze natürlich nicht die Problematik der eingeführten oder selbstgebauten Feuerwerkskörper, die teilweise die größten Schäden anrichten. Doch wie ist der aktuelle Stand? Derzeit gibt es deshalb auch kein flächendeckendes Feuerwerksverkaufsverbot im Jahr 2022. Und dass ein solches kommt, halte ich aus den obigen juristischen Erwägungen für eher unwahrscheinlich. Was erstmal eine gute Nachricht für alle Pyros und eine schlechte Nachricht für alle Gegner ist. Was die Städte aber teilweise planen und machen werden, ist entweder ein Feuerwerksabbrennverbot in den Innenstädten oder an bestimmten Plätzen, um beispielsweise die Gefahren von Feuerwerk zu verringern. Und eins ist aber leider auch klar. Ein immer größerer Teil der Bevölkerung, und ja, ich weiß, es kommt immer drauf an, wen man fragt, lehnt die Böllerei an Silvester ab. Ob Feuerwerk hier im privaten Verkauf, daher in Deutschland auch in den nächsten 10 Jahren eine Zukunft hat, ich möchte nicht drauf wetten. Und ich sag's ganz offen. Ein bisschen schade fände ich es persönlich schon. Aber diejenigen, die Feuerwerk lieben, haben es natürlich auch ein bisschen selbst in der Hand. Bewerft nicht irgendwelche Leute und knallt nicht wahllos alles in die Luft, sondern genießt auch mal das Gemälde, was ihr da in den Himmel schreibt. Denn, so sagte Adorno, das Feuerwerk ist die perfekteste Form der Kunst, weil sich das Bild im Moment seiner Vollendung dem Betrachter wieder entzieht.